Willkommen zurück zu Bloodborne. Seit dem letzten Mal ärgern wir uns mit drei Jägern rum, so ein bisschen. Und immer wieder den nervigen Weg dahin, den wir zwar jetzt recht gut kennen, aber der trotzdem nicht leichter dadurch wird. So. Dann die beiden Hundis. Dann die Dame mit der Glocke. Dann schnell hier rüber. Und hier so viel Schaden wie möglich anrichten. Ohne Ausdauer ist das natürlich ein bisschen doof. Und ohne das Spiel das macht, was ich wollte, ist es auch doof. Also eigentlich sind die Gegner hier alle total easy, aber ich schaff's trotzdem auf die Fresse zu kriegen. Wie es halt ist. Aber das sind wieder Blutfiolen. Und das hier ist auch eine, das sind Quecksilberkugeln. Aber der lässt mir jetzt noch Blutfiolen da, oder? Ihr seid verflucht. Oh, das war nett. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Wenn ich sowas sage, rechne ich fast nicht damit, aber es hat funktioniert. So, was mich hier jetzt sehr interessiert. Also, okay, das sind unsere Blutechos. Respawnt der? Nein, okay, die Jäger respawnen nicht weiterhin. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut, weil damit kann ich einen nach dem anderen töten. Die respawnen nicht und damit kann ich hoffentlich mit der Zeit erfolgreich durchkommen. Der war aber... Oh, der hat jetzt schon seine Bestienform aktiviert. Erstmal heilen. Nochmal. Da schießt er. Aua, der Ausweichschritt war schlecht. Habt ihr diese Geschwindigkeit gerade gesehen? Der angegriffen hat. Oh, das war nice. Das war sehr nice. Das auch. Und er ist tot. So, jetzt komm mal du her. Gegenstand aufnehmen. Klauenspur. Was auch immer die Klauenspur macht. Okay, der ist jetzt wieder ein defensiver Jäger. Sagte ich und dann rennt er doch auf mich zu. Also dieser Kampf ist echt eine Sache für sich. Muss man dem Spiel lassen. Stich, Stich, Stich. Schlag, Schlag. Ich bin zu langsam, aber dafür trifft der Dritte irgendwie immer. Das war dumm. Oh, ich steck fest. Okay, er weicht wieder zurück. Die Gelegenheit nutze ich. Der Sidestep war auch sehr schön. Und ich hab ihn. Ah, wir haben alle drei Jäger besiegt. Und hier gibt's nochmal 20 Quecksilberkugeln. Die ich jetzt gar nicht genutzt habe. Stimmt. Und wir können jetzt hier auch... Oh je, ist hier nochmal ein Attentäter? Nö, hier ist keiner mehr. Ich dachte gerade. Das heißt, wir können jetzt auch hier in den Außenbereich. Wir haben jetzt alle Wege in den Außenbereich freigeräumt. Oben rum, unten rum, neben rum. Dahin war diese Abkürzung, glaube ich, ne? War hier nicht eine Abkürzung? Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, war doch hier eine Abkürzung. Die wir jetzt natürlich um Längen effektiver nutzen können, weil wir ja jetzt alles ausgeschalten haben, was im Weg ist. War hier nicht... Nee, den mache ich mal lieber nicht. Rein, nein. Okay, wir bleiben mal oben. Ich meine, wir haben zwar jetzt 48.000 Blutechos, die wieder ausgegeben werden wollen. Aber wir haben jetzt auch Wege geöffnet, durch die man durchkommt. Und setzen uns jetzt mit dem Jäger da oben auseinander. Nee, nicht Jäger, sondern Mob.
Wo deine Glockendame ist, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich laufe einfach mal hier weiter. Ah, nehmen wir die da. Guck mal. Guck mal einer, schau. Schau mal einer, guck. Glockendame. Quecksilberkugeln. Und damit wird das ganze Gebiet schon wieder viel einfacher, wie wir wissen. Weil keine Glockendame heißt keine Respawns. Keine Respawns heißt nicht unendlich Gegner und der frisst sich an einem Item. Da kann ich leider keinen Sturzangriff drauf machen. Was war hier drin? Hier ist die Abkürzung, die ich meinte, natürlich. Alter, der Damage, das war ein Treffer. Hier war die Abkürzung, die ich meinte, zur ersten Lampe im Gebiet. Dann gehen wir doch mal... Ich höre eine Glocke. Warum höre ich eine Glocke? Oh, fuck. Aber die sind alle schon geschwächt. Also so schnell wie die sterben, die sind schon geschwächt. Da brauche ich nicht nochmal nach einer Glocke suchen. Das sollte eigentlich alles gut sein. Ich glaube, das ist eher das Geräusch da von dieser gelben, komischen, gelbleuchtenden Statue, die uns Schaden gemacht hat. Die aber, soweit ich weiß, auch Gegnern Schaden macht. Ach du Scheiße, schau dich das da vorne an. Sind es 3, 4, 5? Ich weiß es nicht. Sind genug von diesen... von diesem Gegner hier. Dreht er mir den Rücken zu oder dreht er mir die Schnauze zu? Ich weiß es nicht, aber... was? Der war in der Kiste. Bestienjäger Dunstblut Edelstein 4. Blutsteinbrocken 2. Moment, wie weit war unsere Waffe? 8. Also einer geht noch mit Brocken. Und danach brauchen wir das nächstbessere Item. Ja, da habe ich eigentlich damit gerechnet, aber ich bin trotzdem voll reingetappt. Ich würde gerne... Danke. Ich wollte gerade nur diese blöde Meldung wegdrücken, dass die nicht weiter irritiert. Also an sich sind die nicht stark. Aber ich... Es war halt schon blöd. Ich meine, da bewegt sich's. Und da ist ein Item... Natürlich ist das eine Falle. Und was mache ich? Ich lasse zuschnappen. Und also hier werde ich jetzt einen nach dem anderen versuchen zu pullen. So, greif an. Das war knapp, aber hat funktioniert. Okay, der ging jetzt mit 3 Schlägen. Kein Item. Okay, jetzt habe ich mehr angelockt, glaube ich. Nee, die schauen nur, aber nur einer krabbelt. Das sieht schon eklig aus. Hey, mach doch deinen normalen Angriff, den ich erwarte. Gegenstand aufnehmen. Verwandtenjäger Dunstblut Edelstein. Das ist wahrscheinlich gegen Menschen oder Jäger oder so. Das sind noch 2. Nee, es ist einer. Okay. Also das Schöne ist, ich weiß jetzt zufällig, dass im Wiki stand, wenn ihr mit dieser Stelle Probleme habt, lockt die Gegner in den gelben Kreis, da bekommen sie Schaden. Ja, oder man pullt sie einfach alle einzeln. Das war jetzt irgendwie ein bisschen effektiver, finde ich. Können wir hier rein? Nein. Also man könnte die Gegner da reinpullen, da kriegen sie auch Schaden und werden geruptet und so. Aber ich fand das jetzt eigentlich effektiv genug. So, hier könnte ich mir jetzt den Tornitrus, glaube ich, holen, wenn ich ihn noch nicht hätte. Mehr gibt's auf diesem Weg hier nicht. Schade eigentlich. Aber gut, muss man auch nochmal auschecken. Nicht, dass hier plötzlich das Überitem versteckt ist und ich mach's nicht, weil ich denke, ach, da war ich doch schon und hab alles. Es hat sich ja genug geändert durch die letzte Mondphase. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir so langsam den DLC versuchen. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Okay, da steht einer. Meine Angst ist, dass da irgendwie um die Ecke noch was lauert. Deswegen machen wir sowas. Anschießen, anpieksen, ausbluten. Mir ist jetzt nichts mit an eingefallen. Was passiert zum Töten?
Sind das Gegner, die da knien? Sind das... Die beten da so. Oh fuck. Ich habe so eine Vermutung. Ich habe da so eine ganze böse Vermutung. Und ich habe zu wenig... Fiolen. Ne, die sind einfach tot. Ich weiß nicht, ob ich da gleich rein will. Ich schau lieber mal, ob es hier eine Abkürzung gibt. Nichts hier außer Nächte. Ja, hier ist tatsächlich kein Weg. Und auch kein Drop mehr. Das heißt, wir gehen... Oh Gott. Ich meine... Große Arena. Ne? Ich glaube, da ist ein Boss. Ich glaube, da ist ein Boss und das will ich eigentlich nicht tun. Nicht allein. Und hier konnte man... hier. Doch, man konnte läuten. Wir sind ja vorher schon Spieler rumgerannt. Vielleicht kommt einer. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn jetzt nochmal eine glockenschlagende, glockenschwingende Frau auftaucht, habe ich keine Ahnung, wo die ist. Weil hier gibt es schon so viel in dem Gebiet. Ja. Ich will, glaube ich, nicht alleine rein gerade. Ich bin mir nicht so sicher. Hallo, komm mal her. Komm mal mit, komm mal mit. Sieht er mich? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was mich genau erwartet. Ich weiß nur, dass mich was erwartet. Also ich bin mir recht sicher, dass mich was erwartet. Und ja, auch wie so oft, auch wenn es den Boss stärker macht, ich finde es von Vorteil, mehr Leute zu haben, weil man dann besser ausweichen kann. Aber mir scheint, wir sind entweder überlevelt, unterlevelt oder die Gegner, oder hier geht's einfach nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht geht, aber da müsste eigentlich angezeigt werden, ne? Oh Mann. Das finde ich jetzt doof. Vor allem habe ich so langsam echt den Eindruck, wir sind viel zu weit. Hehe. Es ist doch nur ein normaler Ort zum Kämpfen, kein Boss. Aber da oben ist ein Jäger. Und irgendwas eine glockenläutende Dame. Und ich habe keine Ahnung, wie ich einem Jäger am besten... Hör doch auf! Aus der Distanz, ne? Gut, das Spiel will, dass ich da durchrenne. Würde ich behaupten. Immer zumindest bis zu einem Hindernis. Bis ich irgendwo die Dame sehe. Der schießt auch immer doppelt. Ich lasse mal den Beschwörungsglocke an. Autsch, der ging nicht zu unterbrechen. Sind das eigentlich die Mimics, die ich seit langem suche? Ich meine, es sind Monster, die in Kisten rumkriechen. Irgendwas hat gerade geschossen. Nee, das ist kein Jäger, das ist nur normaler. Ach, das Viech schießt. Diese Kistenviecher schießen auch noch. Süß. Okay, wir müssen oben rum. Erstmal. Ich renne erstmal hier hoch. Um dich, wenn möglich, auszuschalten. Auch wenn du wahrscheinlich einfach wieder respawnst. Das ist mir dann aber erstmal egal. Da vorne habe ich ein Item gesehen. Das will ich jetzt auch noch haben. Rassens Kaltblut 8, okay. Kann man mal machen, dafür abzubiegen. Autsch. Blöde, blöde Wand im Weg. Oh Gott, das Viech hat Leben. Oder ich bin mit der falschen Waffe unterwegs.
Lass es was fallen? Ja. Beste Bluttabletten. Okay. Ich renn mal durch. Blutfiole mal 6. Nice. Guck mal hier rein. Ich meine, wenn ich mich als Glockendame irgendwo verstecken würde, dann im Innern, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde hier in Sicherheit bleiben wollen. Da geht's jetzt wieder runter. Da ist so ein Viech nochmal. Aua. Hier, komm. Frissbestien-Tötung. Zwillingsblutsteinscherbe. Mäßigungsdunstblut Edelstein 5. Aber auch keine Glocke. Ein ekliger Ort, um rauszukommen, das will ich eigentlich nicht. So, der respawnt wahrscheinlich gleich, also weg hier. Die Jäger respawnen, die Bestien, nicht Jäger, die Mobs, die... Diese Menschengegner, die respawnen, die Bestien nicht. Okay, erstmal einen Überblick gewinnen. Da vorne sind 3 oder so, die schießen. Die krabbeln da rum und der schießt. Okay. Dann mache ich doch mal den da. Okay, die andere Waffe war ein bisschen stärker. Aber er ist tot. So, zurückweichen. Waffe wechseln, Waffe wechseln. Okay, komm her. Also mit 3 Schlägen bin ich dann doch zufriedener als mit 20. Muss ich dann doch ganz ehrlich sagen. Natürlich schießt jetzt auch wieder der Mob von oben runter und der schießt. Der war knapp. Zu früh, aber es hat funktioniert. 1, 2, 3, 4. Okay, wo ist meine glockenläutende Dame? Hier war es jetzt noch nirgends. Wenigstens sind alle Bestien tot. Das ist schon mal von großem Vorteil. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die Dame ist, die die Menschen wiederbelebt. Das hier sieht nur nach Falle aus. Das hier sieht alles total nach Falle aus. Und dieses Geflüstere geht mir auf den Keks. Wir sind des Verrückten und gleich mal wegrollen. Ne, nichts Böses, okay. Da habe ich jetzt auch sehr... Also dieser Weg, der irritiert am meisten dadurch, dass eben nichts passiert. Da steht man dran und wartet die ganze Zeit, oder läuft und wartet die ganze Zeit drauf. Jetzt kommt die Falle. Hallo, Falle. Und dann ist man durch und denkt sich, okay, was war das? Und dann geht man den anderen Weg. Und da denkt man dann auch, hier war doch die ganze Zeit keine Falle. Warum sollte jetzt eine sein? Aber man schaut sich trotzdem zum Glück vorsichtig um, findet ein Wissen des Verrückten und denkt sich, okay, warum war ich so vorsichtig? Vielleicht bin ich gerade zu vorsichtig, vielleicht denke ich zu viel. Aber ich muss sagen, bevor ich drauf gehe. Da ist eine Glocke. Da kann ich einen NPC beschwören. Ja, Arena. Das sieht doch sehr nach Arena aus. Alte Jägerglocke läuten. Eine glockenläutende Frau ist angezogen. Abtrünniger Antal. Ja, komm. Läute deine finstere Glocke. Wir gehen mal sterben.
Ich nehme zumindest mal an, dass wir sterben werden. Würde mich nicht erstaunen, wenn... Nein, bitte nicht. Ist das jetzt ein Kampf, in dem ich erstmal irgendwie 20 von diesen glockenschläutenden Damen ausschalten muss? Interesting. What the freaking fuck? Okay. In Dark Souls 2 hieß der Verrotteter. The Rotten, der, der aus Leichen besteht. Hier sollte man, glaube ich, mit Spielern reingehen. Ich meine, der NPC wird es wahrscheinlich nicht peilen, dass man erstmal nach oben muss und die Glockenläuterinnen ausschalten. Der Wiedergeborene. Ja, fast. Nicht der Verrottete, sondern der Wiedergeborene. Wo ist da eine Treppe hoch? Irgendwo muss eine Treppe hoch sein. Nee. Hier gerade nicht. Oh Gott. Was ein bisschen Schaden macht, da. Aua, 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 aua. Feuerbälle. Irgendwas hat Feuerbälle auf mich gefeuert. Aber wir haben unseren Weg nach oben, den ich gesucht habe. Aha, ihr schießt die Feuerbälle und Magiezauber. Deswegen will man euch ausschalten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Man sollte auch treffen, aber natürlich nicht runterfallen. Zwei ganz wichtige Dinge. Hier ist keine. So, andere Seite. Da ist noch ein Item. Quecksilberkugeln kann man vielleicht gebrauchen. Oh, Antal stirbt. Du hör auf. Nee, Antal stirbt nicht. Und hier geht's eigentlich ganz gut sogar. Und hier geht's wieder runter. So, das müssten jetzt eigentlich die gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die wieder auftauchen. Aber jetzt können wir uns mal dir widmen. Ah, der kann einfach mal hinten und vorne vertauschen. Durchaus interessanter Gegner. Okay, da ist ein Körperteil weg. Kann ich jetzt ausweiten? Oh, ich glaube, ich muss weg, weil da bebt die Erde. Nee, es hat sich nur... War nur eine Illusion. Okay, da habe ich verfehlt. Lieber mal kurz heilen und ein neues Ziel suchen. Das ist schön. Wow, 1200 Schaden gerade. Aber da bin ich dann falsch ausgewichen. Der Anfang war besser als das Ende. Ja, aua. Ich habe gerade gedacht, da muss ich weg. Das war dann aber zu spät. Und gerade nochmal, oder? Okay, das Viech kann Magie. Und es kann... während es eine Magie nach vorne benutzt, kann es nach hinten ebenfalls angreifen. Aua. Kann ich den Arm abschlagen? Ich gehe mal lieber weg wieder. Aua. Das war jetzt ein bisschen viel Blutfiolen, aber lieber geheilt, als von sowas zu sterben. Das Schlimme ist das Multitasking, dass der halt sowohl Nahkampf in alle Richtungen als auch Magie macht. Ich mache jetzt diese aufgeladenen Schläge. Erleuchtet, das macht Bumm.
Ich greife an. Nein, nein, nein. Fuck. Ich wollte mich gerade heilen. Das hätte gereicht. Okay. Vielleicht doch alleine rein. Vielleicht gehen wir doch alleine rein und konzentrieren uns dann erst auf die Hexen und dann auf den Gegner, der dann ja schwächer ist, weil wir alleine sind. Ich glaube, er geht. Ich glaube tatsächlich, der geht. Und ich klopfe gerade auf den Tisch rum, ohne Grund. Schön ist natürlich, wir müssen den ganzen Weg wieder hin und her, bis wir zu dem Gegner kommen. Da könnte doch irgendwie eine größere Abkürzung da sein. Wir haben eine, aber die bringt uns auch nur einen Anfang von diesem großen Gebiet mit den spuckenden Gegnern. Es ist dann ein bisschen zu wenig, finde ich. Vier verwenden. Verwenden. Ich will jetzt mal alle verwenden. Alles, was ich habe. Um einmal die Waffe hoffentlich aufzurüsten. Ups, das wollte ich nicht kaputt machen. Ah, und da haben wir ja auch noch was, nämlich die Klauenspur. Verstärkt Eingeweideangriffe. Ja, das Problem ist, ich glaube, ich könnte ihn tatsächlich Eingeweiden angreifen, wie auch immer man das nennen will. Aber das funzt gegen den nicht. Also ich habe ja einen Körperteil von ihm abgeschlagen, aber irgendwie hat es ja nichts gebracht. Schaut euch das an. Jetzt brauchen wir einen Blutbrocken und wir haben die Level 9, wir haben eine Level 9 Waffe. Wow. Unser Schaden hat sich gerade immens erhöht. Und wir können mal gucken. Ich meine, physischer Angriff plus. Yes, please. Ich glaube, das ist auch der beste, den wir haben. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Ja. So, dann schauen wir mal hier. Da war was. Physischer Angriff, Nahtod, ja. Blutfärbung skalieren. Achso, das ist meine Skalierung auf Blut. Ja, okay. Ne, die anderen bringen alle nichts. Da lasse ich natürlich den Truhenblut-Edelstein drin. Wir haben gerade unseren Schaden immens verstärkt. Und auch den kann ich nochmal verbessern. Hier will ich jetzt ganz ehrlich den Angriff gegen Bestien verbessern. 114, ja. Weil das ist eh eine Waffe, die man gegen Bestien verwendet. Und du kriegst einfach den Warmen, das passt. Kann ich dich? Ne, dich kann ich nicht aufrüsten. So, dann würde ich sagen, auch wenn es jetzt wieder 2 Minuten kürzer ist, beende ich den Part hier. Ich glaube auch nicht, dass wir da noch was machen können. Nee, lang nicht. Wir werden uns das nächste Mal hoffentlich diesen Gegner besiegen. Ich wollte mal ins Lager gucken, wie viel Echos, wie viele Fiolen und Quecksilberkugeln ich habe. Ich habe 40 Blutfiolen noch im Lager, aber 270 Quecksilberkugeln, wow. Habe ich irgendwas anderes Sinnvolles? Nee. Gut, dann können wir ja vielleicht noch ein paar Blutfiolen einfach mal kaufen gehen. Einfach mal als Maximum, so. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Falscher Knopf. Einen schönen Abend noch und tschüss.